Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hübsche Söhne. Mein Name ist Norm, das ist Pete. Seit bald 18 Jahren bist du Freunde. Ja. Und viele Leute haben sich immer gefragt, wie unsere Beine eigentlich aussehen. Genau. Und dies, deshalb diese Spezialfolge mit über Beine. Unsere Beine. Ja. Ich würde kurz auch mal. Ja, wir machen mal so. Kurz langlaufen. Ja. Ja. Okay. Also. Kannst du kurz dann genau mal den Moonwalk machen? Ja. Wenn man nur eine Sache kann, wa? Ja. So, also jetzt wisst ihr auch mal, wie unsere Beine aussehen. Wurde ja oft gefragt und da haben wir es eigentlich einfach auch nicht lumpen lassen, wird einfach auch mal anzugehen, das Thema. Natürlich. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Wir haben uns heute übrigens für alle, die sich fragen, wo wir sind, im schönen Schlosspark Pankow getroffen. Mhm. Das ist übrigens doch kein Lavendel. Das sah vom Weiten so aus. Was könnte das sein für eine Blumenart? Ach, keine Ahnung. Rosen? Mich nee. Mit Blumen überhaupt nicht aus. Tulpen? Nee, für Tulpen gibt's sind die so eine lustige Geschichte übrigens. Meine Mutter, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und meine Mutter hat mich gebeten, ich soll doch mal die Paprika nach vorne tragen. Da habe ich ihr dann irgendwie Rosen oder Tulpen nach vorne geschleppt, aber so richtig fünf Eimer. Und dann meinte sie, ich glaube, kommt innerhalb vom Parkservice, aber so, ja, lass laufen. Kommt der uns anmeckern? Nee, ich glaube nicht. Aber kommt der hier los. Und guckt der uns an? Abend. Hi. Wir schließen gleich den Park, ja? Wann denn? 5 Minuten. In 5 Minuten? Ja. Ich dachte, du hast vorhin an die Öffnungszeiten geguckt. Aber ich dachte, jetzt sind ja, die okay. Öffnungszeiten von der Akademie. Machen wir zu. Alles klar, dann kommen wir hier nicht mehr raus. Genau. Ach, krass. Wo geht denn jetzt lang? Da oder da? Oder da hinten. Wo sind wir denn her? Komm, da lang, ja. Ja, dann müssen ja, wir. Müsst ihr euch beeilen, weil die machen wir schnell. Die machen nicht gleich zu. Dann machen wir uns auf den Weg. Alles klar, danke okay. dir. Dankeschön. Gut, das war unsere Folge im Schlosspark. wir hoffen, ihr habt unsere Füße gesehen und ja, euch hat's gefallen. Na denn, bis zum nächsten Mal. Das ist die wahrscheinlich kürzeste Folge. So, herzlich willkommen zurück beim zweiten Teil von unserem Q&A, unsere Spezialfolge. Mein Name ist Norm, das ist Pete. Ja, wir mussten wir gerade verjagt. Also, wir haben heute den großen Fehler gemacht und uns mal in die Natur begeben. Das war wirklich auch nicht die allerbeste Idee. Wir werden wahrscheinlich zerstochen von Mücken, zerfressen von Ameisen. Ja, und die Folge wird wahrscheinlich auch jetzt nicht so der Hit werden. Ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar Fragen. Also wollen wir einfach anfangen? Dann sind die Leute wieder fleißig gewesen, ja. Das wäre so eine Scheißfrage wie letztes Mal. So, also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Fünf wow. Fragen. Ich hab da ja richtig mal einen gucken lassen heute. Da habe ich wieder richtig Mühe gegeben, wa? Ich finde, also letztes Mal waren es 3 Fragen. Ich finde, das ist schon eine Steigerung von fast 100%. Ja, ist gut. Ja, okay. Gut. Erste Frage finde ich ganz lustig. Beziehungsweise die ersten 3 Fragen, die jetzt kommen, sind alle 3 von Loni. Hallo Loni. Hi. So, die erste Frage ist ein bisschen, sag ich mal, sozialkritisch. Wieso tragen immer die dicksten Mädchen Leggings? Frage möchte ich ganz gerne zurückwerfen an diese Mädchen. Ich glaube, also hast du eine Theorie? Ich würde ihn äußern. Also Punkt 1, egal, was man für eine Körperstatur hat, man soll erstmal anziehen dürfen, was man will. Das geht dich einen Scheiß an, was irgendjemand anzieht und was nicht. Ja, aber da dir ja nicht darum ging, jetzt irgendwelche Leute zu diskriminieren, sondern du eine ernsthaft wissenschaftlich fundierte Antwort von uns haben wolltest, gehe ich einfach davon aus, dass Jeanshosen das Gesäß noch dicker wirken lassen als eine Leggings. Und wenn man dann mit etwas weiblicheren Kurven auf die Idee kommt, sich mal was Enges anzuziehen, ist vielleicht eine Leggings, eventuell sogar eine schwarze Leggings, einfach ganz gut, um den Körper möglichst vorteilhaft wirken zu lassen auf Leute, die sowas bewerten. Das wäre meine Antwort dazu. Mir hat die ein bisschen zu wenig Schmack, ist die Antwort. Ich finde die ein bisschen zu weich gespült. Für mich liegt das Problem der ganzen Sache, ne, in der sozialen Marktwirtschaft. Ah. Ja, weil guck mal, ich meine, so eine H&M-Verkäuferin, die muss ja irgendwo auch Umsatz bringen. Und wenn so ein kleines dickes Mädchen in H&M reniert, ja, und sagt, guten Tag, ich hätte ja eine Leggings. Und die Verkäuferin sieht ja nicht so toll aus an der Mausi. Ja, was sagt denn dann die H&M-Verkäuferin im besten Fall? Na, hey, wenn du 2 kaufst. Wenn du 2 kaufst, kriegst du noch eine umsonst. Ja. Also was ich hinaus will ist, ich glaube, das Problem ist einfach, dass erstens das soziale Umfeld von dem dicken Mädchen, dass sie nicht noch Eier in der Hose haben, um zu sagen, dass sie fett ist und dass es scheiße aussieht. Ja? Und der zweite Punkt ist einfach der, dass in der sozialen Marktwirtschaft jedes Unternehmen, soziale Marktwirtschaft, stimmt das überhaupt? Ist ja auf jeden Fall hier, ihr wisst, was ich meine. Jedes Unternehmen muss Profit bringen und die H&M-Verkäuferin wird einen Scheiß tun und das dicke Mädchen ehrlich beraten. Ja, aber meinst du denn jetzt, dass jedes dicke Mädchen, was eine Leggings anhat, von der Verkäuferin
Verkäuferin falsch beraten wurde? Nee, oder von ihren Freundinnen. Ja, oder ihre Mutter. Weniger gewichtigen Freundinnen tragen halt auch Leggings und sie will halt auch eine Leggings tragen. Ja, das ist ja noch viel schlimmer, das ist ja so quasi der soziale Druck. Ja, das ist ja sozial. Also wenn, dann würde eher der soziale Druck eine größere Rolle spielen als die Marktwirtschaft, würde ich fast noch meinen. Ja, wobei das ja alles ineinander fließt. Wenn dann da so ein Hungerknochen bei Germany's Next Topmodel rumrennt, diese Kacke-Anspitzer, die da rumrennt immer, dann ist ja klar, dass sich einige denken, die möchte auch für uns sehen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich denke in einer neuen Folge drauf. Ich denke auch, damit ist die Frage beantwortet. Weil genau. Wir müssen hier auch nichts beschönigen. Vielen Dank für deine Frage. Na, stopp mal. Ach, da kommt noch was. Der Loni hat, oder die Loni, warte, guck mal aufs Bild. Ach, das ist eine Sie. Nächste Frage. Ja. Und die behaartesten Männer Netzhemden. Also die ist so ein bisschen gekoppelt an die erste Frage. Behaarte Männer Netzhemden. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was oft mit Schnurrbart gepaart ist und so ein bisschen aus dieser Hipster-Richtung kommt. Wo ich auch einfach sage, das frage mich auch, lass es einfach. Das sieht scheiße aus. Wenn du nicht Bora bist, solltest du keine Netzhemden mit Brustbehaarung tragen. Ich glaube, dass einfach die Männer mit Brustbehaarung, die Netzhemden tragen, wiederum die positive Eigenschaft haben, zu sagen, ich trage, was ich möchte. Und ich stelle meinen Körper zur Schau. Und es ist mir egal, was alle anderen dazu sagen. Was wiederum bei den... Also eigentlich ist die Frage sehr interessant, weil diese Sache mit den Leggings ist ja eher negativ. Warum tragen dicke Mädchen Leggings? Und, ne? Aber wenn man jetzt behaarte Männer die Netzhemden tragen, den positiv, ne? Verstehst du, was ich hinaus will? Nee. Hier befindet schon eine soziale Trennung statt. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aber ich bin der Meinung, vielleicht solltest du dir einfach auch so einen elektrischen Rasierer in deine Handtasche packen und dir mal, wenn du so einen Typen siehst, einfach mal kurz hinrennen und so oben so ein paar Zentimeter wegsäbeln. Ja, Loni, also ich glaube einfach, der Fakt ist einfach, dass behaarte Männer, die Netzhemden tragen, einfach ein extrem Selbstbild, ein extrem hohes Selbstbewusstsein haben. Ja, oder andere Männer anlocken wollen damit. Das kann auch sein, wobei das auch wiederum nicht schlimm ist. Leute, lockt an. Genau, lockt an oder was dockt anzulocken oder dockt ein. So, die nächste Frage von Loni ist auch sehr interessant. Achso, gleich drei Fragen. Ist ein Abo abgeschlossen, oder was? Ich hab's doch vorhin gesagt. Ja, hast du mir wieder, warte wieder mit dem Gedanken. Und wieso in aller Herrgotts Namen müssen sich bärtige Kerle immer am Bart rumspielen? Norman. Ja, das ist einfach, glaube ich, eine Mischung aus Angst, Konditionierung, Gewohnheit und Angst. Ich habe auch schon andere Leute, also ich muss sagen, das ist eine 50-50-Sache. Ja? Ich kenne nämlich genauso viele Männer, die das nicht machen, wie ich Männer kenne, die das machen. Aus Angst. Also bei mir persönlich ist das tatsächlich auch eine Sache aus der Kindheit. Ich habe schon immer meinen Bart rumgezwirbelt. Ich kenne mich noch ohne Bart, Alter. Da hattest du deine Hand immer am Gewehr. Ich kann das einfach nicht abstellen. Das ist einfach eine Sache. Das ist ja nervig. Das geht uns allen. Ja, ich versuche ihn wieder abzugewöhnen, Mann. Das stört alle 200 Fans. Das stört uns alle richtig. Wirklich. Das ist wirklich anstrengend. Ja. Das ist auch nicht mehr schön, langsam. Ich bin ja dabei. Mir einfach den, soll ich mir den Bart abrasieren? Lieber, ist die Frage. Also. Genau, also drei. Also, dann sehe ich auch richtig schön scheiße aus. Wollt ihr das wirklich? Ich Kommi glaube nicht. Für Bart und Like für. Dann können wir das ja. Dann können wir ihr Herz für abrasieren und gefällt mir für. Ich rasiere mir nicht den Bart ab. Wisst ihr, wie ich aussehe? Dann haben wir 8. Und vor allen Dingen, dann können wir die Sendung nicht mehr hübsche Söhne nennen, sondern der und der andere. Ich weiß nicht, also. Würdest du denn nicht für die Show den Bart abrasieren? Nee. Jetzt nennen wir das schon Show. So, ey, ich habe hier eine richtig geile Frage. Wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. So, pass mal auf. Vanessa. Auch Vanilla genannt. Ah, Vanilla. Hey. Vanilla. Ja. Vanilla hat eine sehr schöne Frage gestellt. Ich glaube, die zielt ein bisschen auf mich ab. Damit will sie mich testen. Sie will gucken, wie schlau ich tatsächlich bin. Aha. Vanilla hat nämlich gefragt, wie kann man wissen, dass die Farbe, welche man zum Beispiel als rot definiert, wirklich für alle dieselbe ist. Also gut, ich gehe da mal jetzt wissenschaftlich ran. Es ist ja so, dass man, liebe Vanilla, es ist ja so, dass man Licht, der durch ein Prisma aufbrechen kann in seine Spektralfarben und in seine Wellenlängen und rot hat ja quasi seine eigene, also was heißt seine eigene Wellenlänge, aber rot findet irgendwie innerhalb einer Wellenlänge von 600, 700 statt. Ja, das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Rot ist so. Und umso kälter die Farbe wird, was passiert mit den Wellenlängen? Umso länger werden sie. Blau also so. Wenn das rot daneben so macht. Wenn man es rein theoretisch betrachtet, anhand von Formeln und anhand von Sachen, ist jetzt schon mal klar definiert, was rot ist. Jetzt haben wir an unseren Augen Zapfen und Stäbe. Zapfen und Stäbchen, ne? Ja. Die dafür da sind, kurzwellige Strahlen, mittelwellige und langwellige Sachen aufzunehmen. Das heißt wiederum die verschiedenen Farben. Ja. Das bedeutet eigentlich, dass rein technische Sehen vollkommen klar ist, dass rot für jeden gleich sein müsste. Ich verstehe aber auch den philosophischen Ansatz dahinter. Und da möchte ich jetzt mal auf Norm umleiten. Ja, die Frage ist ja jetzt, wenn du jetzt, nehmen wir mal eine Tomate, das ist ja immer so das Roteste, was einem einfällt.
Tampon. Und dann Tampon. Oh. Wenn du jetzt eine Tomate nimmst, ja, dann hast du ja seit Kindheit an gelernt, dass diese Tomate rot ist. Mhm. Aber woher willst du denn jetzt genau wissen, dass du das gleiche Rot siehst wie ich? Weil ich glaube, das ist die eigentliche Frage von Vanilla. Vanilla wird sich, weil der wissenschaftliche Fakt, der ist ja vollkommen klar, der ist ja auch unbestritten. Ja, ja, aber mit dem aber brüste die Frage ich ist halt, ja. Woher weißt du jetzt, ob du die Welt genauso wahrnimmst wie ich? Die alten Philosophen, es gab ja einige, die der Meinung sind, dass man die Welt quasi so wahrnimmt, wie das Gehirn das quasi dir vorverarbeitet. Also so ein bisschen genau. Dieser Matrix-Modus. Also man weiß eigentlich gar nicht, wie die Welt ist. Es gibt Leute, die diese Theorie gibt. Natürlich ist das nicht in keinster Weise bewiesen und das wird man noch nie beweisen können. Aber woher weiß ich denn, ob du jetzt hier vielleicht eine knallrote Wiese siehst, aber dein Leben lang gelernt hast, dass man sagt, die ist grün und deshalb nennst du die Wiese auch grün, aber du siehst eigentlich eine rote Wiese. Und ich sage aber zu dir, für mich ist die Wiese auch grün, sehe aber tatsächlich die Farbe grün, wie ich sie kenne und sage auch schon seit Geburt an, das ist eine grüne Wiese. So, dementsprechend kann es also sein, dass du eine rote Wiese siehst, die du für grün hältst und ich sehe eine blaue Wiese, die ich für grün halte und wir beide sagen, ja guck mal, die Wiese ist grün, ja ist sie, hast du recht und wir rennen völlig aneinander vorbei, ohne es zu wissen. Mhm. Und das ist halt die Frage generell. Weil das würde dann ja wiederum bedeuten, dass du die Definition von Farben nicht also anders gelernt hast. Na, das kann wenn für dich blau-grün ist und für mich rot-grün, ja, dann hat dir irgendjemand die Farben falsch beigebracht. Naja, was heißt beigebracht? Man kann ja eben die Farben nicht richtig oder falsch beibringen, weil ja kein Mensch sieht, was der andere sieht. Ich kann ja nicht aus deinen Augen herausgucken. Ich weiß ja nicht, wie du die Welt gerade wahrnimmst. Aber was ist denn dann mit Fotos? Na, ist doch das Gleiche. Fotos werden auch Farben, sind doch auch Farben zu sehen. Ist doch das Gleiche. Ja, aber bei Fotos ist es ja zum Beispiel so. Bei Fotos ist es ja so, dass du bei Fotos ja, also die Fotos entstehen ja dadurch, dass da was miteinander reagiert. Nee, die Frage ist. Guck mich doch nicht so leer an. Nee, weil das. Weil das ja letzten Endes, du versuchst ja jetzt gerade schon wieder wissenschaftlich zu gucken, aber die Frage ist ja letzten Endes, wie wird das Licht auf deine Augen zurückreflektiert, ja, wenn du dir irgendwas anguckst. Egal, ob es jetzt ein Foto ist, du vor einer Ampel stehst oder am Ball, das ist ja Wurst. Alles, was auf deiner Netzhaut abgebildet ist, ist ja letzten Endes reflektiertes Licht, mit Ausnahme von Schwarz. Nee, so. Ja, stimmt, bei Schwarz kommt kein Licht mehr zurück. Also kaum, je nachdem, wie schwarz etwas ist. So, und von daher ist es ja völlig Wurst, ob du dir ein Foto anguckst oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass du mir nicht beweisen kannst, wie du gerade diese Wiese siehst. Die Frage ist, kann man es denn beweisen? Nein. Und deshalb ist es halt eine philosophische Frage. An unsere Philosophiestudenten da draußen, ihr habt dieses Szenario hundertprozentig in eurem Studium durchgenommen. Ja, Vanilla wollt ihr wieder einen großen Macker raushängen lassen die und uns wieder hier hinter das Licht führen. Aber ganz ehrlich, Vanilla, hast du dich mit dem Falschen angelegt? Weil ich bin nämlich hier für die Technik zuständig und wenn wir da nicht weiterkommen, dann kommt man Norm mit seinen philosophischen Sachen um die Ecke. Also pass mal auf. Und wenn man das jetzt ganz realistisch betrachtet, ist eigentlich davon auszugehen, dass alle Leute gleich sehen. Also Leute, die jetzt kein Problem mit Farben haben, oder so, alle Leute, die normal sehen können, ist davon auszugehen, dass sie auch das gleiche Rot sehen, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Mhm. Kann sein, dass der eine oder andere intensiver sieht, aber man geht nicht mehr davon aus, dass Piet jetzt hier eigentlich eine rote Wiese sieht und die aber nur grün nennt, während ich eine blaue Wiese sehe und die grün nenne und wir dementsprechend uns einig sind, dass wir beide eine grüne Wiese sehen. Warte, warum? Wisst ihr, was ich halt nicht verstehe? Ist warum? Ich meine, wir beweisen jetzt schon ein Jahr lang, dass wir die Sonne und Wissen zu euch tragen. Ja. Und dann kommen so eine kleinen Flitzpiepen um die Ecke. Ja. Und wollen hier, was wollen die denn? Na, die wollen quasi uns aus der Reserve locken. Die wollen sehen, wie weit unser Wissen funktioniert. Aber wenn ihr nicht versteht, was unendlich bedeutet, ja, dann lasst es. Es wird keine Frage geben, die wir nicht beantworten können. Man muss natürlich dazu sagen, ja, vielleicht weiß ich nicht, wie ein Abgasturbolader funktioniert. Aber deshalb bin ich ja da. Genau, deshalb fungieren wir zusammen. Ich habe nie behauptet, dass ich alleine alles weiß. Ich habe gesagt, wir wissen alles. Ja, ich sehe halt auch langsam irgendwann mal rot. Oder grün halt. Genau, ist ja gleich in grün. So, pass mal auf, eine Frage habe ich noch. So, Juju. Der hat auch noch eine Frage. Top 10 leckere Gerichte in unter 45 Minuten. Top 10? Die Top 10 der leckeren Gerichte unter 45 Minuten. Top 10, wenn wir jetzt eine komplette Folge machen. Also, wir fangen mal unten an, von den kürzesten bis zu den längsten Gerichten. Okay, kürzeste Gericht, Yum-Yum-Nudeln. Ich hätte gesagt 5 Minuten Tarina. Stimmt. So, was ist mit Pizza? Das ist auch super lecker. Man muss ganz klar definieren, und es geht ja um Gerichte, das heißt, Gerichte muss man ja kochen. Und jetzt muss man erstmal kurz definieren, wo Kochen anfängt. Und dafür habe ich eine Theorie festgelegt. Ich bin der Meinung, das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht und das ist auch so. Okay. Ich sage, Kochen ist ab 3 Zutaten. Das heißt also, wenn du ab 3 Zutaten verwendest für das, was du isst, dann ist das Kochen. Das heißt also, jetzt wenn du auf deine Pizza noch Salami und Käse drauflegst, dann ist das auf jeden Fall Kochen. Weil du hast die Pizza, die Salami und den Käse. Und das sind 3 Zutaten. Jetzt habe ich mal eine philosophische Frage. Jetzt habe ich gestern, weil ich faul war, habe ich mir zum Frühstück Cornflakes gemacht. Pass mal auf, jetzt bin ich ja Feinschmecker. Ja. Ich habe mir eine Schüssel genommen, habe dort Smacks reingemacht, ja. Mini-Zimtos und oben drauf noch Nougat-Bits. Und dann, vor allen Dingen bei dem Nimi-Zimtos. Und dann habe ich mir noch zum Schluss ein bisschen Kakaopulver drüber gestreuselt.
und das Ganze mit Milch aufgegossen. Das ist doch dann kochen, oder? Also erstmal bei den Mini-Zimtos weiß man auch gleich, bei Pietz gibt es nur die teure Originalware. Nee, stopp mal. Die Mini-Siko von Nestle, sondern die Mini-Zimtos von Ja. Richtig. Genau. Ja, so. Ich bin ein Sparfuchs. Das Problem ist, bei diesen teuren Originaldingern, die schmecken tatsächlich ein bisschen geiler, muss ich echt zugeben. Aber da hast du ja nur noch 200 Gramm drin. Da kannst du ja für 8,99 € nur noch 2 Schüsseln essen und dann ist es ja wieder leer. Das ist eine Scheiße, oder? Einen Tag weggeknallt. Das wäre an sich schon eine Art Zubereitung eines Gerichts, das ja. Aber es ist kein Kochen, weil du hast sie ja nicht erhitzt oder hast du die Milch erhitzt. Nee, aber ich hab die. Das macht man nämlich nur bei Schokocornflakes, milchwarm machen. Achso, Gerichte in unter 45 Minuten. Tiefkühlpizza, Yum-Yum-Nudeln, Cornflakes. Genau. Ansonsten... Spaghetti. Ansonsten muss ich sagen, genau, Nudeln. Immer. Nicht mit Tomatensauce, mit Ketchup und Würstchen. Was man noch schnell machen kann, ist ein schönes Rührei. Rötchen mit Eiersalat. Ja, vor allen Dingen bei 40 Grad, super, von der Tanke. Und dann hol ich mir immer noch eine Packung Zigarren dazu. Also Zigarren, pass auf, so ein kleiner Geheimspruch unter uns Bürohengsten. Da holen wir uns immer 5. Wiener, oder was? Ja. Dann sitzen wir mal mit so einem 10er-Pack Wiener, Alter. Dann hol ich mal eine Packung Zigarren für die Jungs. Ja, mehr Gerichte fallen mir auch nicht ein. Reicht ja auch. So, ich würde vorschlagen, wir beenden mal diese komische, seltsame Folge, weil ich bin voller Ameisen. Ja. Die Mücken machen mich fertig und ich hoffe, Norm kriegt irgendwas Schönes zusammengeschnitten. Aber irgendwie fand ich es auch wieder mal aufregend, mal was Neues auszuprobieren, mal sich seinen Ängsten zu stellen. Ja, man muss auch einfach mal loslassen und sich in die Natur begeben. Da, wo der Mann eigentlich herkommt, aus dem Wald. Und damit möchte ich die ganze Sache... Guck mal, ich werde die. Mach mal die Kamera, ich lasse das mal so cool runterfallen. Okay. Gut. Ey, ich bin komplett zerfressen. Dann los jetzt, Abflug. Gut, dass du das noch kurz laufen lassen hast für das Auto. Doch, du bist nicht so gut. Weißt du, manchmal machst du. Aber jetzt, guck mal, jetzt musst du noch mal kurz klatschen. Manchmal, du machst komische Dinge, also du machst einfach aus, dann wieder an, keiner fragt wieso. Also, du weißt. Hast du meine Hosen mit drauf? Du, der Ton bleibt aber hier.